Grüezi, extra eine Stimme mit einem leichten Schweizer Akzent, Neukon fordert mich hier zu einer Live-Stream-Diskussion heraus, obwohl schon alles gesagt ist und der keine Argumente hat, wie eindeutig aus unzähligen Diskussionen mit Neukon unter meinen Videos hervorgeht. Ich schätze, er tut das, weil es das Einzige ist, was ihm noch überbleibt, seine Fassade dargestellt aufrechtzuerhalten, indem er dann sagen kann, sieht her, er ist nicht in die Live-Diskussion gekommen, das ist dann sozusagen seine Ausrede, auf die er verweisen kann, haha, nun ja, ich hab geschwankt, ob ich das mache, ist natürlich eine Gefahr für mich, weil ich alleine gegen unzählige Agenten stehe, die warten nur auf einen Fehler von mir, dann wissen sie, wer ich bin. Aber Neukon selbst hat mir die Entscheidung erleichtert, er hat die Entscheidung getroffen, indem er meinen Kommentar, den ich unter sein Video gepostet habe, gelöscht hat oder nicht freigegeben hat, obwohl in meinem Kommentar war eigentlich kein Grund vorhanden, dass er im Spam-Ordner gelandet wäre. Also Neukon, weil du meinen Kommentar gelöscht hast oder nicht freigegeben hast, lehne ich ab, denn da sehe ich schon, was für eine falsche Schlange du bist, das ist nur mehr ekelhaft und selbstentlarvend, mit solchen Leuten will ich gar nicht diskutieren, wenn du das nicht gemacht hättest, Neukon, ich sag's dir ehrlich, ich wäre vielleicht gekommen, bei dir schon, aber du hast mich daran erinnert, dass du eben auch nur so eine falsche Schlange bist. In diesem Sinne. Und für mich ist die Erde ja flach. Also in seinem Beisammensein zum Beispiel, wo er zwischen 600 und 1000 Euro genommen hat, und danach hat er dann gesagt, ja, die Erde ist flach. Da hat er das sogar als Weltsensation verkauft. Joe hat behauptet, der nimmt 100.000 Euro ein pro Wochenende, weil der bis zu 300 Leute hat. Und für mich ist die Erde ja flach. Also und danach hat er dann gesagt, ja, die Erde ist flach. Da hat er das sogar als Weltsensation verkauft. Und für mich ist die Erde ja flach. Also Have you ever had a dream? Or is life just a trip? A trip without chances? A chance to blow up!